Ich habe gerade das Ditto aus deinem Booster-Pack gezogen. Aus dem Booster-Pack? Hey, nice. Das ist gut, das kann die Attacke... Charles, it's Mom. Your father and I are going to the movie for a late-night screening. Remember that you are punished. Your house arrest will last another 2 weeks. Stay in your room and do your homework. You can't leave until we return. We'll be back after midnight. Kelly will stay with you. She will feed you and monitor your behavior. And please, Charles, let this evening pass peacefully. Hey Mama, was machst du jetzt so ein Fass auf? Meine Güte, Alter. Stimmen können wir auf jeden Fall lauter machen. Vielleicht den Rest auch? Vielleicht war nur das Main-Menü ein bisschen laut. Okay, also. Mama und Papa gehen zu einer Abendvorstellung. Die sind weg. Ich bin nicht ganz allein zu Hause. Da ist noch eine Kelly. Ich weiß nicht, ob das unsere große Schwester ist oder eine Babysitterin. Keine Ahnung. Aber die soll wohl für uns Essen machen und uns so ein bisschen im Auge behalten. Wir haben Hausarrest, deshalb dürfen wir heute an Halloween nicht raus, sondern müssen in unserem Zimmer bleiben. Aber ich befürchte, dass Kelly irgendwas passieren wird. Bin gespannt. Oh, vielleicht sollten wir doch ein bisschen leiser machen. Weiß nicht. Okay. Das ist ja voll scheiße. Halten wir uns daran? Nein, wir gehen einfach raus. Was wollen die machen? Was habe ich dir gesagt, Sohnemann? Du bleibst in deinem Zimmer. Versuch gar nicht erst auszubrechen. Mama, reg dich mal ab hier. Счастливого, мать вашу, Хэллоуина! Нужно послушать музыку. Ja, tolles, verficktes Halloween auch. Toll, jetzt muss ich Musik hören. Какая мягкая подушка. Но почему? So ein weiches Kissen. Aber wenn es so weich ist, warum ist es dann so unbequem beim Schlafen? Keine Ahnung. Cooles Spielzeug. Was? Scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf sie. Ich bin 14 Jahre alt. Ich kann selber entscheiden, was ich mit meinem Leben mache. Wir sind ein rebellischer Teenager, Alter. Was denken die sich, Alter? Keine Chance, dass ich Halloween verpasse. Ich werde so viel Spaß haben, wie ich Bock habe. So sieht's nämlich aus. Ich kletter aus dem Fenster nämlich. Oder ich habe einfach in meinem Zimmer Spaß. Mama und Papa fahren, glaube ich, mit dem Auto los, oder? Das ist unsere Garage. Ja, verpisst euch, ey. Eltern sind scheiße. Jetzt geht die Garage wieder runter. Meine Eltern sind weg. Jetzt kann ich rauchen. Oh. Okay. Oh. Wie? Ich muss hier raus, Chad. Ich habe hier Werkzeug. Ich habe Werkzeug in meinem Zimmer. Das sollte mir bei meinem Ausbruch helfen. Hier. Die Drohne zum Beispiel. Guck mal. Nee, doch nicht. Vielleicht in meinem Rucksack.
Nee. Vielleicht meine Feuerbrille. Ja, Digga, was für Werkzeug hast du denn hier? Ich nicht. Haben wir so ein Einbruch-Kit? So ein Dietrich? Dumm? Womit willst du denn ausbrechen, Digga? Vielleicht auf dem Schrank? Nee. Wieso haben wir Hausarrest? Hat meine Mama nicht genau gesagt, aber Mama hat gesagt, dass wir noch zwei weitere Wochen Hausarrest haben. Muss also irgendwas Schlimmes gewesen sein. Yeah! Ich muss mit irgendwas Schwerem prügeln. Haben wir einen Hammer oder sowas? Mit meiner Soundanlage. Erstmal Musik an, weil dann hört die Kelly nicht, wie ich hier gegen meine Tür prügel. Und wenn sie das nicht mitkriegt, kann sie auch meine Eltern nicht vorwarnen, ne? Kann sie mich nie verpetzen. Stuhl ist schwer. Etwas Schweres. Meine Schuhe? Etwas Schweres. Das Kissen. Es ist eigentlich weich, aber irgendwie auch unbequem. Weil ich darunter einen Hammer habe, wie jeder 14-jährige Teenager. Let's go. Kurz auf den nächsten Track warten. Mann, so einfach geht das. Dürfen wir uns nur nicht von Kelly erwischen lassen? Ich habe jetzt richtig Bock auf ein kaltes Bier. Ich muss allerdings leise sein auf meinem Weg zum Kühlschrank, damit Kelly mich nicht bemerkt. Alte Zimtzicke. Leider kenne ich das Passwort nicht für diesen Raum. Mein Papa wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich versucht habe, da reinzukommen. Wer ist Kelly? Wissen wir nicht so genau. Entweder unsere Schwester oder eine Babysitterin. Dringliche Neuigkeiten, gefährlicher Mann ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, es wurden 4 Leichen in den letzten 2 Tagen gefunden, bitte passen Sie auf sich auf und verlassen Sie das Zuhause nicht, seien Sie vorsichtig, der Typ zieht sich als Clown an und ist sehr grausam, schließen Sie Ihre Türen ab, gehen Sie nicht nach draußen, für den Fall eines Notfalls rufen Sie bitte die 911, seien Sie bitte vorsichtig. Ah ja, der Clownmann, Alter. Habt ihr das Gefühl, der schaut bald bei uns vorbei? Ja. Das ist Kelly. Okay. Wenn ich hier rumspiele, kommt die doch. Das will ich doch eigentlich nicht, oder? Mann, es ist so hart, der Sohn eines berühmten Musikproduzenten zu sein. Ach, so viel Geld, aber was bringt das? Mein Papa ist nie zu Hause, immer nur am Arbeiten. Oh, jetzt tut er mir so ein bisschen leid. Oh no. Kelly hat einen Kürbis geschnitzt für Halloween. Dann ist sie bestimmt unsere Schwester, oder? Vielleicht müssen wir hier Krach machen, damit sie ranläuft. Und dann sneak ich an ihr. Oh, bye-bye. Okay, check it out, Chat.
Ups, interessiert sich dafür gar nicht so sehr. Sie guckt gerade Fernsehen. Ja, guck du ruhig Fernsehen, während ich mir kaltes Bier hole. Und dann erzähle ich Mama und Papa, dass du das erlaubt hast. Und nächstes Mal bin ich der Babysitter. Kühlschrank ist unser eigentliches Ziel. Trotzdem gucken wir uns natürlich im Rest des Raums auch noch um. Sehe aber nichts, mit dem ich groß interagieren könnte. Deshalb. Ah. Oh, hier. Gut, dass wir Wert darauf legen, leise zu sein. Warte, das war's? Charles, what the fuck? Was machst du hier? Du hast doch Hausarrest. Wobei, okay, wenn du nicht möchtest, dass ich deine Eltern rufe, dann schnitze gefälligst einen Kürbis an meiner Stelle. Das ist eine Babysitterin und sie erpresst uns. So smart. Okay, Kelly, aber nicht, hör zu. Ich mach das nicht, weil du es mir gesagt hast, sondern weil ich Bock darauf hatte, Kürbis zu schnitzen, so, weil ich Halloween mag, okay? Ich kann nicht zulassen, dass sie mich sieht. Boah, ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät. Okay. So, und jetzt brauchen wir noch ein Messer. Dafür muss ich zurück in die Küche, oder? Komische Brüste? Nosch na Kuchni, Charles. Messer sind in der Küche, Charles. Was waren ihren Brüsten komisch? Boah, der ist gut geworden. Hey, okay. Und jetzt? Vielleicht darf ich jetzt mich neben sie setzen. Hey Kelly, ich bin fertig mit dem Kürbis. Darf ich mich vielleicht neben dich setzen? Hey. Oho. Ah, was machen wir jetzt? Wolfskin, danke für die 25 Monate. Vielen Dank für den Resub. Hallöchen. Sollen wir noch eine Kerze reinmachen? Dann kriege ich die Hand angezeigt, wenn ich über ihn hover, aber es passiert nichts. Vielleicht braucht er noch Beleuchtung. Oh. Oh, es klopft. Kelly, ich habe da ein ungutes Gefühl bei. Soll ich aufmachen? Ganz sicher? Die Kinder spielen
spielen uns bestimmt Streiche. Kelly, geh jetzt raus. Kelly, ich bin ganz allein draußen, während ein Killer rumläuft. Kelly, es ist stockdunkel. Chat, ich wette, da durch dieses Fenster werden wir Zeuge, wie sie umgebracht wird. Jetzt noch nicht, aber bestimmt muss ich gleich den Rückweg antreten und dann passiert da drin etwas. Habe ich die Tür aufgelassen. Hallo? Kelly anrufen? Wie? Warum lebt sie noch? Hallo? Долбаный ветер! О, Келли, я не знаю. На улице никого нет, Келли. Да вон имен, Келли. Вы только что переехали в этот город. Du bist gerade erst hergezogen. Конфеты у новых людей. Die Kinder, die hier wohnen, sind ein bisschen schüchtern und haben Angst, einfach so nach Süßigkeiten zu fragen. Ja, wir sind ständig unterwegs, ständig am Umziehen, weil mein Vater so viel arbeitet, wegen seiner Arbeit. Deshalb kann ich keine Freunde finden. Ja, ja, bla bla, geh und mach dein Zimmer sauber. Danach fütter ich dich. Okay. Geil. Okay. Zimmer aufräumen, dann von der Babysitterin gefüttert werden. Klingt nach einem Plan. Und zwischendurch, irgendwo mittendrin, der Killer-Clown. Ah. War das Zimmer vorhin auch schon? Ja, das war auch. Ist das aufgeräumt genug? Jetzt. Warum haben wir hier hingeguckt? Wegen der Uhrzeit oder wegen der... Oh, meine Зажигалка. Возьму ее с собой. Wir haben uns umgezogen. Und aus den neuen Klamotten... ist jetzt... Die Sicherung ist rausgeflogen. Bring das schnell wieder in Ordnung. Ich hab Angst. Oh. Die Sicherung war auf dem Balkon, oder? Kelly, lebst du noch? Kelly? Fuck, ich dachte, das hier wäre irgendwie sicherungsmäßig. Okay, dann weiß ich nicht so genau, Garage. Tal.
Zeit, sie ist nicht mehr da. Ist irgendwas passiert, glaube ich. Und hier wurde eine Sicherung einfach rausgezogen. Okay, also sie hat uns ausgelacht, weil wir uns erschreckt haben. Und jetzt sagt sie uns, yo, wisch dir halt erstmal ne, die Tränen aus dem Gesicht und die Rotze weg. Dann futter was und dann wieder hoch auf dein Zimmer. Boah, das ist echt nicht lustig, Kelly, Mann. Ich hab mich wirklich erschreckt, ne? Kannst froh sein, dass ich die Sicherung rausgemacht hab, Mann. Auf wen zeigst du denn? Ich bin hinter dir, Böllkuh. Wir bekommen zwei Hähnchenschenkel und eine ganze Gurke. Das ist mein favorite dish, Alter. Danke. Oh, lecker. So. Und die Cola nicht vergessen. Sogar noch zwei süße Kerzen dahingestellt. Das wird sehr süß. So. Ich glaube, ich zisch ab. Das Messer vielleicht für später. Mal gucken. Спокойной ночи, Келли. Gute Nacht, Kelly. Спокойной ночи, Чарльз. Den Code? Ich frage mich, ob das optional ist oder ob wir das zwangsläufig noch knacken müssen im Laufe der Story. Momentan haben wir noch keine Anhaltspunkte. Wo ist meine verfickte Drohne hin? Oh mein Gott! Da hat jemand Steine an mein Fenster geworfen. Wo? Nice try, kid. Nice try, Kelly. Du hast mich einmal erschreckt, aber keine zweimal. Darauf falle ich nicht nochmal herein. Das ist nicht lustig. Was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich runterlaufe, bin ich doch instant tot, oder nicht? Oh, Боже мой, мне нужно включить свет. Mein Gott, ich muss unbedingt das Licht anmachen. Warte, ich kann mich hier so hochschummeln, dann kriegt mich der Clown vielleicht nicht. Von hier aus kriegt er mich, glaube ich, nicht. Alle drei Sicherungen fehlen. Und Kelly? Fehlt auch. Die Blutspuren sind aber so komisch verteilt, als ob sie... als ob der Killer sie mitgeschliffen hätte und dann an bestimmten Stellen wie so ein Schwamm ausgedrückt hätte. Und dann wieder weiterlaufen und dann...
Irgendwo ist ein Fenster zu Bruch gegangen. Ist der Typ, der aus dem Knast ausgebrochen ist, 3 Meter hoch oder? Okay, die Haustür ist verbarrikadiert. Wir kommen da also nicht mehr raus. Möbel wurden umgeworfen. Geist hat sich gerade wegbewegt. Kelly. Kelly, bist du hier? Keine einzige Sicherung gefunden. Soll das so? Sollen wir das Licht gar nicht mehr anschalten? Wenn der Geist weg ist, kommt er wieder nach oben. Er hat die Treppe nämlich blockiert. War das die Drohne? Da wurden gerade Erinnerungen getriggert. Unser Zimmer ist zu. Ist er in unserem Zimmer? Telefon. Heike, danke für die Biddies. Wollte nur sagen, dass die Erdbeeren von Koro so lecker sind. Hey, freut mich, dass sie dir schmecken. Junge, komm nach draußen. What? Hi, alle zusammen. Muss die Polizei rufen. Spada, danke für die 68 Monate. Er hat die Leitung gekappt. Kann den Bug benutzen, um hier hoch zu glitschen. Der Anrufer hat gesagt, ich soll nach draußen kommen. Das bedeutet, der Anrufer ist doch draußen, richtig? Sicherung. Okay. Okay. Hier noch 2 weitere. Und er will mich scheinbar nicht umbringen. Er will seine Spiele mit mir spielen.
Bing bong. Was hat er angehabt? Das sah aus wie eine grüne Weste. Das ist der Code für das Zimmer meines Vaters. Drei Orangenscheiben. Und ein Spachtel. Wie bist du aus dem Zimmer gelangt? How did you get out of the room? Wie bin ich aus dem Zimmer gelangt? Mit meinem Hammer und dem anderen Dingens da. Woher weiß er davon? Chat, ich habe eine neue Theorie. Was, wenn unsere Eltern das alles inszenieren? Weil sie wussten, dass ich ausbrechen würde. Weil ich schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren sehr aufmüpfig bin. Und egal, was sie probiert haben, nichts funktioniert hat. Was, wenn sie da Leute engagiert haben und all das geplant ist, damit ich meine Lektion lerne? Und sie haben mich über Kameras beobachtet. Aber haben sie die News auch gefaked? Mit dem Kerl, der aus dem Knast ausgebrochen ist? Oder fängt es als Joke an, aber irgendwann kommt der echte Killer? Wie bist du aus dem Zimmer gelangt? Ich dachte, ich muss her. Und nach meinen Werkzeugen suchen. Die habe ich aber einfach liegen gelassen. Hier. Jetzt soll ich andere Türen knacken? Der. Черт, отвертка сломалась. Der Schraubendreher ist kaputt gegangen. Das heißt, das war wahrscheinlich die letzte Tür, die wir so aufmachen konnten. Zu. Das Elternschlafzimmer. Reißverschluss oder zerreißt da jemand Stoff? Luftballons, die sich aneinander reiben. Das geht ja so ein bisschen in Richtung Clown. Bro, please, wie näher. Rostiges Messer aufgesammelt? Für die Ballons? Bubon, danke für die 5 Monate. Hey, vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Zwei von drei Sicherungen haben wir. So gut.
Boah, wenn das ein Prank meiner Eltern ist. Jasper, danke für die 67 Monate. Vielen Dank für den Resub. Hey, Mr. Sexy. Kannst mal Zunge zeigen? Hey, vielen Dank für den Resub. Moin, moin. Danke, Jasper. Wenn das ein Prank meiner Eltern ist, liegt sie aber verflucht nah am Kamin. Zu nah am Kamin. Scheiße. Ihr Kopf ist im Feuerholz. Wenn sie also keine lebensechte Puppe von ihr angefertigt haben, dann ist das kein Prank mehr. Sollte ich sie rausziehen? Keine Ahnung. Das haben wir viel zu lang nicht mehr gemacht. Wollt ihr auch nochmal einen kleinen Sniffer reindrücken? Sniff, sniff. Ja, warte, haben wir keinen Sniffer mehr? Sniff? Warte, wie ist der Befehl? Ah, Sniffer mit A. Ja, richtig. Roxon, danke für die 29 Monate. Hi. Schniff, sniff. Wer hat sich hier eingeschissen? Ach, Schwabbeltown spielt ein Horrorgame. Hey, vielen Dank für die 29 Monate. Moin, moin. Ich hab mich ein, zwei Mal erschreckt. Aber ihr bestimmt auch. Hier riecht's nicht nur nach meiner Kacke. Hallo, Mr. Clown, Sir, ich brauche einen weiteren Hinweis. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Sie liegt im Feuer. Was sagt uns das? Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Oder meinte, jede Sicherung ist für einen anderen Teil unserer Wohnung zuständig? Und das Telefon geht jetzt wieder. Im Raum gegenüber klingelt das Handy. Vielleicht komme ich nicht rein. Vielleicht kommt das Klingeln auch von unten. Ist es noch in ihrer Tasche? Scheiße, keine Verbindung. Ich muss nach draußen. Okay. Das ist nicht das, als ob unsere Eltern all das geplant haben. Hier ist die Polizei. Haben Sie einen Notfall? Маньяк, он здесь. Der verrückte Kerl ist hier in meinem Haus. Elm Street 7. Ein Polizeifahrzeug ist auf dem Weg. Aber was machen wir, bis sie da sind? Нужно позвонить родителям. Ich muss meine Eltern anrufen. Ключ должен быть в комнате родителей. Der Schlüssel für das Zimmer sollte im Zimmer meiner Eltern sein. Warte, warte, warte. Kommt es wirklich so, wie wir gedacht haben?
Ich lasse euch entscheiden. Gehen wir hin und gucken? Oder rennen wir runter? Hin? Mami? Daddy? О боже! Мама! Папа! Нет! Ich kann nicht aufmachen, ist alles versperrt hier. Wartet, wartet, wartet. Die Polizei hat es über die Tür auf der Vorderseite probiert. Und der Clown kam danach runtergerannt und jetzt klopft es an der Hintertür. Das ist doch jetzt der Clown, der sich als Polizei ausgibt, ne? Отъебись от меня, ублюдок! С удовольствием! Macht die ganze Zeit so. Wo soll ich hin? Hier ist überall unsichtbare Mauer. Soll ich auf ihn zu? Hä? Bruder? Guck mal, ich darf nicht mehr in die Küche zurück. Hier ist überall. Hast du meine Eltern auf die gleiche Art und Weise getötet? Und Kelly auch? Mit deinem komischen Ausdruckstanz? Boah, ich glaube, ich muss auf ihn zulaufen. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Das Ringen in meinem Kopf, es befiehlt mir, zu ihm hinzugehen. Ich kann mich nicht mehr bei meinen toten Eltern einschließen. Куда он делся? Hallo Sohn, ich kann mir vorstellen, wie gelangweilt du bist. Um dich ein bisschen aufzumuntern dieses Halloween, biete ich dir ein Spiel an. Wenn du die drei Rätsel richtig löst, dann bekommst du den Code zum Spielzimmer. Drei Rätsel. Rätsel Nummer 1, Chat. Welcher der Halloween-Movies hatte den Titel Die Wiederkehr von Michael Myers? Weiß ich nicht, zwei oder drei, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wiederkehr von Michael Myers? Bestimmt zwei oder drei, so. Ja. Weiter?
Если я узнаю код от комнаты, то смогу в ней спрятаться до приезда полиции. Aber wo sind denn die anderen? Wo sind denn die anderen Riddles? Schau in deinem Zimmer. Mein Zimmer. Warte, aber ich kann nicht in mein Zimmer, weil da dieses komische Ding mir den Weg versperrt. Will mein Papa von mir jetzt hier? Papa, mach mal den nächsten Teil hier. So kann ich auch keinen Code eingeben, Mann. Ich habe das Telefon mehrfach angeklickt, da kam jetzt nichts mehr. Ich resette immer. Was meinst du? Ich soll das so stehen lassen, oder? Ich google jetzt, warte mal. The Return of Michael Myers. Oh, The Return of Michael Myers. Halloween 4. Natürlich. Okay, Papa. Enter drücken nach 4. Passiert nichts, weil die anderen Dinger noch fehlen. Hat er mir seine Rätsel an verschiedenen Stellen im Haus hinterlassen? Nee. Das Release. Ach so, das Jahr, wo es rausgekommen ist. Warte. Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Wir gehen nochmal runter, würde ich sagen. Wir loggen hier die 4 ein und gehen nochmal runter. Vielleicht muss ich mit irgendwas interagieren, bevor... Oh no. Welcher Teil der Scream-Trilogie hat nur einen Killer? Я должен взять нож для защиты. Und er will ein Messer. Das gab's in der Küche. Блять, он его забрал. Oh nein, der Killer hat das Messer geklaut. Was machen wir jetzt? Парень. Ты здесь? Скорее иди сюда. Я офицер полиции, не бойся. Я выведу тебя отсюда. Angeblich hat sich ein Polizist eingeschlichen und ruft mich zu sich und er sagt, dass er mich beschützen kann, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch der Killer ist, der so tut, als ob er ein Polizist wäre. Oh, sie sehen aus wie ein Cop, glaube ich. Ich hoffe, das ist keine Falle. Netter Versuch. Ich gehe nach oben. Hey, by the way, meine Freundin Kelly, die liegt da rechts von Ihnen. Und hier sind meine Eltern, Herr Kopp. Oh mein Gott, Mami und Daddy. Sie sind zerstückelt. Komm gleich wieder, ich muss ein Rätsel lösen. 3? Oh, Chat, okay, perfekt. 4-3. Sehr gut, sehr gut. Ich muss zu ihm, oder? Vorher kriege ich keine weitere Nachricht abgespielt.
Ich befürchte, dem Kopf wird irgendwas passieren in dem Moment, wo ich ihm zu nahe komme. Seien Sie vorsichtig, er hat meine Eltern und Kelly. Ты знаешь, где он сейчас? Nein, ich weiß nicht, wo er gerade ist. Нет, он прячется где-то в доме. Er versteckt sich irgendwo im Haus. Заберите меня отсюда. Bitte, helfen Sie mir hier wegzukommen. Не бойся, пацан. Со мной ты в полной безопасности. Keine Angst, Kleiner. Bei mir bist du zu... Das letzte Riddle. You celebrate your birthday only once every 4 years. What date is your birthday? Ah, na das ist natürlich einfach. Da beziehen wir uns auf den Februar, meine Damen und Herren. Нет мощности. Wie, no power. Und warum war meine Stimme die von Kelly? Uns fehlt noch die dritte Sicherung, bevor wir da rein dürfen. Neue Sicherungen irgendwo in einem Karton im Schlafzimmer. Wir haben's. Danke, Papa. Danke, dass du all diese Nachrichten aufgezeichnet hast, bevor du gestorben bist. Er schlitzt gerade noch Mama und Papa auf. Irgendwie würde ich gerne wieder auf ihn zugehen und gucken, ob die Tür sich von alleine schließt. Aber ich habe das Gefühl, dass das Game mir beim zweiten Mal auf die Finger hauen würde. Deshalb lassen wir ihn erstmal da. Hier bin ich sicher. Der Killer kennt ja den Code nicht zum geheimen Raum. Oh, das ist gut. Was denn? Nein, Mr. Stevenson, tun Sie das nicht. Wer ist da? Ich bin nicht Mr. Stevenson. Mr. Stevenson ist mein Vater. Sind Sie von der Polizei? Dieser Verrückte hat meine Eltern getötet. Und meine Babysitterin. Und einen Cop. Charles, das tut mir so leid. Dein Vater ist ein Serienmörder. Er startete seine Morde 3 Jahre zuvor. Aber jetzt ist alles völlig außer Kontrolle. Er ist schon seit 3 Jahren unterwegs und tötet Leute. Wovon reden Sie? Ich sag Ihnen, dass der Verrückte aus den News hier ist. In einem Clownskostüm. Er ist dem Gefängnis entkommen.
Dein Vater hat diesen Verrückten umgebracht. Mein Vater hat den originalen Clown getötet. Только я и мой отец. Сыночек! Warte, habe ich das richtig gelesen, Chat? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Unser Vater ist irgendwo in der Nähe des Kinos dem echten Killer begegnet. Unser Vater hat den echten Serienmörder umgebracht, sich dann sein Kostüm angezogen und dann seine Frau, also unsere Mutter, unsere Nanny und den Cop umgebracht und wollte zum Schluss auch noch uns umbringen. Und unser Vater ist schon seit 3 Jahren Serienkiller. Da ist also Killer auf Killer getroffen. Unser Dad hat den anderen Serienkiller umgebracht. Und dann hat irgendwas Snap gemacht und er hat seine ganze Familie hops genommen. Kelly wurde gefeuert. Ist die Maske ja auch verflucht. Aber wenn ich es recht verstanden habe, dann hat er schon vor dem Aufeinandertreffen mit dem Clown Leute umgebracht. Aber da ist er noch nicht auf seine Familie losgegangen. What the fuck? Okay, das war das Spiel You Are Grounded.